Und damit einen wunderschönen herzlichen guten Abend und herzlich willkommen zu Late Night Football. An meiner Seite, wie immer, unter mir, der Kasimir. Kasimir, kein Intro heute, nichts auf Instagram? Ich hatte etwas, eine Idee, aber das kommt nächstes Mal, glaube ich. Aber Energiesparmodus ist heute aus. Ich glaube, ich habe das hinbekommen. Also rest in peace zum Energiesparmodus. Aber mal gucken. Wenn es in 45 Minuten nicht losgeht. Ich freue mich. Aber du musst dich erstmal beweisen. Du hast es schon öfters gesagt. Oh. Du hast es schon öfters gesagt, dass der Energiesparmodus aus ist und dann kommt er trotzdem. Letzte Woche, die ganze Sendung lang hast du es durchgezogen und dann kam er mitten im Interview mit Cynthia Freeland. Mitten im Interview. Mein Herz, so viel Herzschmerz. Leute. Warte mal kurz. Bitte ganz kurz. Ich wollte Björn ganz entspannt reinholen, aber Björn ist direkt, du musst dich beweisen. Oh Gott. Liebe Leute, Björn Werner, nicht wundern, er ist heute heiß. Willkommen, Herr Werner. Nein. Wie ist es in Brandenburg? Es ist gut. Es ist sehr, sehr gut. Das war ein schöner Tag heute. Ich freue mich. Es ist eine besondere Folge, so wie letzte Woche. Wir haben ja ein paar Gäste am Start die letzten paar Wochen und heute kommt Scott Hansen um 21.45 Uhr, wie letzte Woche, wird das Gesicht und die Stimme von der Red Zone da sein und ich bin aufgeregt, ich finde es geil, ich freue mich. Ich sag nur eins, 7 Hours of commercial free football, start now. Ich sag dir eins, Leute. Was ganz viele falsch sagen. Die denken, das heißt Starts Now. Nein, es heißt Start Now. Aber ich kann das nicht so schön sagen wie er. Vielleicht haben wir nachher mal eine Competition. Wir werden nachher eine Competition haben. Wer von uns dreien es am besten sagen kann und er muss entscheiden. 7 Hours of commercial free football. Oh Gott. Komm, der war nicht schlecht. Ist es Start Now oder Starts Now? Start Now. Nicht Starts Now. Bist du aber sicher? Das hört sich ein bisschen komisch an. Nein, hör mal genau hin. Guck mal, auf jeden Fall, ich glaube ihn, weil er hat heute mega Research gemacht auf Scott Hansen. Der hat sich Videos angeguckt, der hat richtig alles. Hast du auch Videos angeguckt, Björn? Ja, richtig viele. Ja, ja. Ich sehe Scott Hansen live wieder, ich weiß ja, wer er ist. Ja, gut, wer nicht, ne? Also, wenn man das späte Spiel hat, ich habe ja am Wochenende wieder das späte Spiel. Björn, bist du eigentlich früh da oder chillst du dein Leben? Nein, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Ich bin 3 Wochen. Ich muss nicht reisen nach München und ich freue mich. Ich werde diese Zeit meiner Familie widmen über Weihnachten und Neujahr. Und heute war eigentlich der erste Tag und deswegen, ich musste heute alles nachholen, was ich als Vater stehen gelassen habe die letzten paar Wochen. Sachen im Haushalt, muss ich mit alles machen und deswegen... Hat Denise erstmal Klartext geredet. Ja. Direkt, mach mal jetzt deine Sachen hier. Nein, so, also, ich freue mich. Wollen wir über die NFL sprechen, Männer des Todes? Wir reden über die NFL. Let's go. Wie passiert letzte Woche? das Schön, dass Kasimir das so einleitet. Das wird wie in 3 Jahren, wie von Scott Hansen mit 7 Hours Commercial Free Football, wird Christine der Ball über Late Night Football. Wie passiert das? Was passiert diese Woche? Gut, dann fangen wir doch mal an. Womit fangen wir an? Die NFL hat was gepostet. Oh, ach, den habe ich. Sami hat schon wieder. Das war eigentlich Thema Nummer 2. Sami ist schon wieder aber früh egal. Vorbei. Sami, komm, hau mal raus, Sami. Hau raus jetzt. Hau raus, komm. Schieß wieder hin, Sami. Das ist aber auch ein dicker Hund. Das haben wir Ian Rappaport hat das gerade eben getweetet und der Pro Bowl Center oder potenzieller Pro Bowl Center Frank Ragno hat sich letzte Woche im ersten Quarter Fractured Throat, gebrochene Kehlkopf. Was ist das? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Und du siehst hier die Tweets im Hintergrund. I'm sorry, what? What? Sowas hast du im Football noch nicht gesehen, obwohl dieser Bereich ja eigentlich wirklich nicht geschützt ist. Der Helm, das Face Mask geht bis hier. Habe ich noch nie so gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Angeblich für ihn war es nicht schlimm, weil er hat das Spiel beendet. Ich möchte unbedingt sehen, das Play, wo er sich verletzt hat. Weil ich habe jede Verletzung gesehen, aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn ein Defensive Liner einen Long Arm macht und dann schön in den Kehlkopf rein, aber habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen.
Ich auch nicht. Vor allem kann mir auch gar nichts. Ich wusste gar nicht, kann das. Also, da ist ja so eine Knorpel, das ist ja so Knorpelstruktur. Das ist ja keine Knochenstruktur. Aber wenn die bricht, merkst du das dann beim Schlucken oder hast du Probleme beim Atmen? Ist die Speiseröhre, die Luftröhre? Shit, das für mich klingt das gefährlich. Kurze Frage, ich wusste wahrscheinlich, glaube ich, ganz. Fractured ist doch gebrochen, ne? Ja, Fractured ist gebrochen. Ich dachte immer, dieser Zusammenhang, du kannst nur einen Knochen brechen. Kannst du auch einen Knorpel brechen? Also heißt es denn gebrochen? Ja, was ist denn, wenn du deine Nase kannst? Du kannst dein Nasenbein brechen, aber du kannst ja hier auch die Nase so, den ist ja auch Knorpel, kann ja auch knack. Also man nennt es auch, wenn es ein Knorpel ist, der ist gebrochen. Der ist nicht. Sprich, Knorpelbrich. Das muss man. Aber ich habe davon auch nie gehört. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht gegoogelt, aber. Scheint ja nicht so oft vorzukommen. Ich habe es noch nie gehört. Ich auch nicht. Deswegen, wie macht man Reha? Wie macht man Nacken? Also, broken neck. So, warte. So. Ich habe heute aber Nacken trainiert. Also, dass ich auch. Ich habe gerade Nackenprobleme und ich muss gerade Nackenreha machen. Also kann ich mir nur gut vorstellen, wie du Nacken. So. Nächste Thema. Können wir auch mal über die wichtigen Sachen sprechen jetzt in der NFL? Also die NFL, Sami, nichts drücken. Da haben wir nichts zu. Sami, nichts drücken. Die NFL hat sich getroffen, also virtuell, und haben ein paar Sachen besprochen. Und das Wichtigste, was rauskam, die Roger Goodell und die NFL haben alle 32 Teams Protokoll geschickt von dem Meeting, dass hundertprozentig keine Bubbles kreiert werden für die Playoffs. Heißt, die Teams dürfen nicht ihre Spieler und Coaches und Staff-Member, wenn sie in die Playoffs kommen, im Hotel sozusagen, Anführungsstrichen, einsperren. Ne? Also die dürfen keine Bubbles kreieren, weil die NFL sagt, sie haben alles unter Kontrolle, alles läuft nach Plan, die Protokolle, die sie implementiert haben, funktionieren. Deswegen bleiben wir ganz normal, wie auch immer, wie wir es ganz einfach weitermachen, so. Lass mich kurz was fragen. Also bleiben wir dabei, dass wir zum Beispiel wie bei den Ravens 2 undefinierbare Tests haben. Danach ist er trotzdem auf dem Feld, so wie Des Bryant, dabbt alle ab, wird dann positiv getestet und alle sagen, oh shit. Die haben deswegen eine neue Regel im Protokoll jetzt drin, dass du irgendwie 90 Minuten vor Kickoff, dass es nicht nochmal passieren kann, was Des Bryant passiert ist, dass er irgendwie eine halbe Stunde vorher einen Test machen musste und dann kann er nicht spielen. Das ist irgendwie jetzt ein Limit bei, du darfst nur 90 Minuten vor dem Spiel getestet werden oder sowas. Ja, aber auch gerade, ich muss jetzt mal investigativ und kritisch nachfragen. Wie kann es denn vorher sein? Und ich frage dich, du hast da drüben gelebt, du kennst Amerika, du kennst Donald Trump und du kennst den Kushner. Fuck, ist wie kann gerade. Sein, wie kann es sein, dass ein Spieler getestet wird, Testergebnis ist nicht klar und sie erlauben ihm trotzdem unterwegs zu sein? Haben wir letzte Woche nicht darüber gesprochen? Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich habe gesehen, ein paar Leute, die haben einen negativen Test gehabt und dann waren die mit keinem in Kontakt und dann ein paar Tage später hatten die einen positiven Test. Ja, also, aber das ist so, ey, ich war mit keinem in Kontakt. Und ja, und warst du nicht im Stripclub und auch bei mir? Ja, also da habe ich aber keinen angefasst. Habe die Finger im Mund gesteckt. Sowas sollte wirklich nicht passieren. Besonders, weil der Bryant dann natürlich auf dem Feld war und ihr kennt, wie es ist, vorm Spiel. Das ist wie Klassentreffen, weißt du? Mit den ganzen Jungs von anderen Teams. Was geht ab? Bist du bereit? Was geht ab? Also, warte. Nein, ich will jetzt mal eure Meinung erstmal dazu hören, weil wir haben ja immer schon heiß diskutiert, der Patrick und ich. Weil ich will eure Meinung dazu wissen. Ist es die richtige Entscheidung? Macht es Sinn? Pros, Cons, gegen die Bubble, für die Bubble? Nein. In den Playoffs, ich wär für die Bubble. Einfach nur sicher als sicher. Und, ja, aber das Coole ist halt, für den Spieler, du kannst dann aus der Bubble rausgehen. Aber guck mal, Marken Socher ist gerade hier. Ich habe mich voll gefreut, dass er kommt. Ich wollte Burger für ihn machen, aber er hat gesagt, er kann leider nicht aus dem Hotel raus. Stimmt, er ist ja bei den Arizona. Er ist 20 Minuten. Ich wollte ihn eigentlich mit meinem Bubble-Mobil abholen, schön Burgers essen, können wir ein bisschen Spaß haben, aber ist okay. Aber guck mal, Kasimir ist pro Bubble.
Ich bin dafür, das jetzt noch gar nicht zu kommunizieren und dich jetzt festzulegen, weil mich erinnert dieses Szenario so ein bisschen an die Big Ten, die gesagt haben, du brauchst 6 Siege, damit du ins Conference Championship einziehst. Auf einmal, oh shit, Ohio State hat nur 5. Ah, die sind Ohio State. Komm, geh rein. So, was ist danach? Du machst dich lächerlich, weil du was announced hast, was du eigentlich gar nicht hättest oder eine Regel gesetzt hast, die du eigentlich gar nicht hättest kommunizieren müssen. Genauso bei diesem Fall. Die Fälle da drüben sind ja jetzt nicht irgendwie gesunken im Land. Die sind immer noch sky high. Ja, die sind jetzt in den letzten 2 Wochen sind die, glaube ich, die Covid-Fälle rückläufig, was ja gut ist. Aber ey, es ist jetzt Weihnachten und Silvester. Ich weiß, es ist während der Saison, aber ihr wisst auch, Weihnachten wird garantiert, siehst du Familie, hast du soziale Kontakte. Und gerade wenn du jung bist und willst nicht alleine sein, ey, komm vorbei, wir sind doch eh in der gleichen Bubble und dann kommt noch einer aus der Familie und schwuppdiwupp, schwibbidi-schwapp, du kommst aus der Weihnachtszeit raus und die Fälle machen punk und spiken nach oben. Was machst du denn dann? Dann zurückzurudern und zu sagen, oh shit, jetzt haben wir ein richtiges Problem, wir brauchen die Bubble noch, dann ist das Geschrei viel größer. Deshalb denke ich mir, warum jetzt eine Entscheidung fällen? Warum nicht sagen, wir wissen es noch nicht, wir sprechen noch drüber und wenn es denn sein muss, dann kriegst du eine Bubble, wenn es nicht sein muss, dann kriegst du keine Bubble. Ich will einfach zur NBA, guck dir die NBA an. Warte kurz, an die Mods, könnt ihr mal ein Voting starten, Bubble, schön. Ja oder nein? Und jetzt kannst du weiter, sorry. Einer fragt, ob ich einen Faden am Bart habe. Habe ich einen Faden am Bart? Ja, ich habe einen Faden am Bart. Ey, weißt du, was scary ist? Dass die Leute gucken uns ja auf 75 Zoll Bildschirm gerade, ne? Also das nicht in den Zähnen haben. Pickel. Oh, guck mal, Werner gleich seine 3 Haare. Ey. Und ich denke mir immer, ist nur Internet, da sieht keiner, dass ich unrasiert bin. Und ich sehe aus wie der schwarze Weihnachtsmann. Ey. Egal, Entschuldigung, NBA-Bubble. NBA-Bubble, das ging echt, ich würde sagen, wenn das so ein Projekt war, es war perfekt. 1+. Das hat genau geklappt, wie es sein sollte. Alle waren sicher. Playoffs, Championship, boom. Deswegen, ich hätte gedacht, dass die NFL das gleiche Konzept annimmt und wirklich alles auf sicher macht und dass die Playoffs auch da gespielt werden. Stell dir mal vor, ein Playoff-Team, NFC Championship, auf einmal sind da 10 Leute mit Covid, weißt du, und da Spiel verschieben. Das Shit, ruf Kasimir an. Und pass auf, geile Überlage. Wenn Sie einen Kicker brauchen, Björn Werner hat damals in der Arme 60 Jahre Fico geschossen. Ups, nächstes Ding, die Kicker. Die Kicker. Warte, 91% sagen ja für die Bubble. Rest ja, ich kann es auch verstehen. So, Kicker. Was ist mit den Kickern los? Die Kickers, die schaffen. Erzähl mal, du bist ja selber Kicker. Erzähl mal, was ist das? Ich bin selber Kicker, aber du hast das Spiel live kommentiert. Dan Bailey ist ja eigentlich so Talk of the Town gerade im Internet. Und es tut mir so weh für ihn. Weißt du, ich meine, das ist alles zu sehen, die ganzen Memes und er ist überall. Leute, es gibt einen Hashtag irgendwie Fire Dan Bailey und sowas. Er hat 3 Field Goals letzte Woche verschossen und ein extra, ein PIT. So, er hat keine Punkte mehr. Die Woche davor war aber auch schon unterirdisch. Aber letzte Woche, weil das Spiel war ja sehr, sehr wichtig gegen die Bucks, er hat 10 Punkte rein theoretisch liegen lassen. Ne? Ja. Man kann es, ey, es ist sein Job, er kriegt sehr viel Geld dafür, hätte er den besser machen müssen, ja. Aber ich hasse diese Social Media, das ist halt, wenn wir mal was lustig machen, Meme ist auch cool, aber Leute attackieren ihn halt richtig, ne? Hier sehen wir halt, was Shaq Barrett gesagt hat, ne? Erzählt euren Field Goal Kicker, dass wir ihnen sehr dankbar sind. Ist auch alles lustig und schön und gut, aber da sind auch noch ganz andere Sachen, die ich gesehen habe, wo ich sage, Alter, Leute, das ist immer noch ein Mensch, ne? Und deswegen wollten wir mal darüber sprechen, generell Kickerposition, Druck. Ganz ehrlich. Und nicht nur das, der hat ja Death Threats bekommen, ne? Verpiese dich, weil die Minnesota Vikings, die Hardcore Minnesota Vikings Fans wissen ja, es gibt ja eine Geschichte mit Kickern, die es den Vikings verdorben haben. Das geht ja schon ein bisschen weit zurück, sogar, dass es, wie heißt denn noch diese Serie, ich habe vergessen, wo sie immer in der Bar sind, da geht es ja auch immer um diesen Vikings-Kicker, der es verschossen hat, das ist schon 150 Jahre her, aber Vikings und Kicker ist natürlich ein Problem, aber nur noch mal, damit wir es alle wissen, Dan Bailey hat in der Woche davor 2 Extra-Points und ein Field Goal verschossen,
Das war über 50 Yards, aber trotzdem, er ist natürlich schon mit einem schlechten Groove da reingekommen, Herr Edebali. Ich meine, wenn du deinen Job nicht machen kannst, dann musst du einen holen, der den Job machen kann. Das ist immer das Erste. Aber ganz ehrlich, ihr müsst euch mal vorstellen, halt als Profisportler. Er lag direkt. Es ist so, ich meine, jeder Coach nach jedem Spiel ist Coach Payton, yo, if you can do it, we're gonna find somebody who can do it. Ist das simpel? Ist nicht persönlich gemeint, aber die sind in der Branche des Gewinns. Also du wirst bezahlt, um Spiele zu gewinnen. Und wenn du keine Kicks machen kannst, dann muss man jemand anders holen. Aber halt, du musst mal die Kritik auch sehen auf Twitter ab und zu. Nach einem schlechten Spiel in der Defensive Line sind wir normalerweise auf Twitter gegangen und haben Mitspieler gesucht. Warum? Was macht das für ein Geräusch? Nein, wer ist Patrick, das? Patrick hat sein... Du darfst nicht an deinem Kabel herumspielen, bitte, Patrick. Der hat seinen Ständer vergessen im Hotel. Und wenn du jetzt ganz mit dem... Okay. Ja, ich wollte... Das ist Patrick. Sorry, ich habe meinen Ständer im Hotel vergessen. Ich wollte sagen, nach einer Niederlage haben wir dann gegenseitig unseren Namen auf Twitter gesucht und haben das immer laut vorgelesen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was Leute sagen, weißt du, die beleidigen, die wollen dich töten, deine Familie, das ist ab und zu ist ein bisschen krass und viele kommen mit dem Druck nicht klar und dann verschießt man ein bisschen mehr. Hast du schon mal nach einem schlechten Spiel... Du musst was an deinem Kabel. Was? Das ist, halt mal mit der anderen Hand das Kabel so ein bisschen, dass das so ein bisschen den Druck oder die Spannung. Ja, genau. Probier mal. Lieber Kasimir, hattest du in deinem Leben schon mal mit solchen Anfeindungen zu kämpfen? In meinem Rookie-Jahr, ich weiß, da kann mich noch ganz genau dran erinnern, da hatte ich ein Spiel, es war nicht so gut. Und auf dem Toss wurde ich gecrackt und einer hat gesagt, ey, dieser Kasim ist richtig Grütze, er dürfte gar nicht in der NFL spielen, er ist richtig schlecht. Weißt du? Boah, und danach, ich wollte durchdrehen, aber da hatte ich ein gutes Spiel danach. Aber ein Freund von mir, Nate Fries, ein Kicker mit mir am Boston College, war einer der besten Kicker im College Football 2013, wurde, glaube ich, in der 5. Runde von den Lions gedraftet und ich habe die noch nie ein Field Goal verkicken sehen und dann seine ersten 10 Field Goals in der NFL, ich glaube, er hat 5 verschossen. Ja, und dann wurde er auch ganz schnell gecuttet und hat nie wieder in der NFL gespielt. Also der Druck ist immer da. Schieß los, Herr Werner. Könnt ihr euch noch an Roberto Carlos. Roberto Carlos. Nee, Roberto. Nein, der Kicker von Florida State. Von Florida State, der Kicker, der in der 2. Runde gedraftet wurde zu den Tampa Bay Buccaneers in 2015. Ja. Der war der beste Kicker, hat die Lou Groza Award gewonnen als bester Kicker. Unglaubliche Karriere, war ein 2-Runden-Pick, ist zu den Buccaneers und haben, Field Goals rechts, links, PIT, boom, war er weg. Und der hat auch so einen Shitstorm bekommen, weil ich gebe dir recht, Christine. Das ist unser Job gewesen, wir mussten beide schon einstecken. Und wenn du deinen Job nicht machst, können Leute auch sauer sein, wie auch immer. Aber Death Threats, ne? Da kommen Nachrichten an, wo du denkst, was ist mit diesen Menschen nicht in Ordnung, dass der jemand anderes ja nicht kennt, so attackiert. Das ist halt, worüber ich mich immer aufrege. Lasst Kritik da, sagen wir immer wieder, der Ton macht die Musik. Aber wenn da so eine Hörnis kommen und so eine Sache schreien, da siehst du mal, wie kaputt die Menschheit ist, dass Leute sowas loslassen auf Social Media. Ne? Und nur mal ein ganz kurzer Einblick auch für Leute im Lockerroom. Ich meine, wenn du ein Spiel anguckst und du hast nicht so gut gespielt, weißt du, das Erste, was Coach immer sagt, lass dein Ego draußen, wir korrigieren Fehler. Wir attackieren Fehler, nicht dich. Und das muss man auch verstehen, weil ganz viele, wenn sie kritisiert werden, sind die dann ein bisschen zu persönlich und dann hat man das alles im Kopf, aber du willst ja einfach nur so gut wie möglich, so perfekt wie möglich Football spielen. Und das ist immer, auf was es dann kommt. So. Aber es hat ja auch einer der beiden Kicker, die dieses Wochenende hart verschissen haben, Castillo hat seinen Job verloren, denn Bailey ist noch da, der Kicker der Jets hat ja auch, drei von 4 Field Goals verschossen, und jetzt ist Sam Ficken wieder da.
Und, der heißt wirklich so, Leute. Für die Leute, die das nicht wissen, der heißt wirklich so. Den hab ich kennengelernt. Und, wie war? Als ich bei den Rams war, wir wurden... Ja, so ein Rein-Raus-Typ? Wir wurden am gleichen Tag gesigned. Ich meinte so, ey, weißt du, dass die Deutschen dich lieben? Er meinte so, yes, I heard. Warte mal, Patrick, die Serie, die du gerade angesprochen hast. How I Met Your Mother. Okay, gut. Haben die ganzen Bromanter hier gehabt. Aber das ist halt keine Football-Serie, ne? Das, du weißt schon, das ist eine Comedy. Nein. Ja, natürlich. Aber da geht es immer darum. Da sind die immer in so einer Bar. Ich habe die nie so richtig geguckt. Ach, okay. Aber egal. So. Ja. Kollege. Dann, wir haben wie jede Woche, oder nee, seit letzter Woche wieder das Coaches Player of the Week für euch. Der Coach hat was Schönes rausgesucht aus dem Spiel. Die Minnesota Vikings gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, ich versuche nicht so hart an meinem Hammer zu ziehen. Ja, damit das natürlich. Auch nicht schlecht ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das machen soll. Wie willst du das machen? Hin. Ja, ich versuche den Hammer zu halten und okay. Nicht zu wackeln. Okay, achso, Sami, du musst... Oh, jetzt guck mal. Oh, geil. Pass auf. Warte, wir gucken erstmal den Spielzug an. Ja, können wir reinzoomen? Warum bist du denn schon wieder? Entspann dich doch mal. Wir müssen doch erstmal das Szenario erzählen, Sami. Warum bist du denn hier so? Also, es geht um das Spiel der Tampa Bay Buccaneers bei den, die Minnesota Vikings waren ja bei den Tampa Bay Buccaneers. In dem Spiel lief nicht so viel am Anfang für die Tampa Offense. Und dann kam Tom Brady mit einem Zuckerpass, hat vorher ein paar Bälle überworfen und er wurde ja kritisiert. Und die Leute haben gesagt, er kann den tiefen Ball nicht werfen. Und dann kam dieses Play. Es war ein Middle Flat, war ein geiles Konzept. Ich habe es versucht zu erklären, aber wie immer bei Run war nicht genügend Zeit. Deshalb erklären wir es hier. Sami, fahr ab die Scheiße. Ein bisschen Zoom. So, Tom Brady droppt zurück, hat viel Zeit und dann hieft er das Ding. Und Scotty Miller, sein kleiner Slot-Receiver, hat die Piff gefangen. Touchdown. Und das war wirklich zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo nicht viel lief für die Tampa Bay Buccaneers außer die Nase. Ihr seht es, 6-6 stand es dann. A Point after Touchdown war gut und sie haben die Führung übernommen. Und hier sieht man es nochmal in der Endzone. Da wird auch eingekreist der Safety in der Mitte des Feldes. So, die Amerikaner versuchen das ein bisschen einzuzeichnen und Tom Brady haut das Ding dann lang raus. Das war ein Touchdown. So, und da sieht man nochmal die Passroute von Scotty Miller. Und am linken Bildrand hat man so einen Vorbeihuschen sehen. Wir wollen mal gucken, was das Problem war und warum der Shit so in die Grütze gegangen ist. So, also wir gehen mal auf mein Pad. So, ich habe euch natürlich den Spielzug schon mal aufgeschrieben. Die Formation. Gun six close stack, six gerade Nummer, das heißt, der Tight End ist auf der rechten Seite. Close ist der Receiver Set. Das ist Scotty Miller, SC. Der hat also nur einen 6-Yard-Split vom Tight End. Das ist close. Wenn der X-Receiver eng ist, heißt es nasty. Nur mal so zur Information. Six close stack bedeutet, dass der Slot Receiver stacked hinter dem X-Receiver ist. So, Björn und Kasim sind jetzt schon ausgecheckt. So, jetzt kommt die Protection, Scat Right. Scat Right bedeutet, dass der Running Back einen Free Release hat, der hat kein Pickup. Und Y-Push ist ein Passkonzept, male ich euch gleich ein. Y-Push, das andere Konzept ist F-Shallow. Das heißt, die kombinieren zwei Passkonzepte. Einmal auf der einen Seite Y-Push, auf der Strong Side, auf der anderen Seite F-Shallow. Und dann sagt man dem Quarterback, wenn du zwei Safety hast, guckst du auf die Push-Seite, hast du ein Safety, ja, und dann guckst du auf die Shallow-Seite, weil dann ist es wahrscheinlich Mann oder kannst du Middle Safety read. Egal, sprechen wir gleich drüber. Ich male jetzt erstmal ein, was die Verteidigung gemacht hat und das male ich mal in blau. Die hat nämlich Cover 3 gespielt. So, nee, die haben das sogar noch umgedreht, irgendwie so. Ist aber auch egal. Tiefes Drittel. Das war das, was sie spielen wollten. So, jetzt wird es interessant, weil jetzt malen wir mal ein, was die Offense der Tampa Bay Buccaneers gelaufen ist. Also, Scat Right, Y Push. Scat Right heißt, der Running Back hat keine Protection, läuft sofort in die Flats. Y Push, 10-12 Yard Out Route von Gronkowski. Z Receiver läuft den Post.
So, das Konzept hier auf der Seite ist schon fast ist ein Outside Flood. Reading, da drüben, wo man die äußere Seite flutet. Ich mache das mal wieder weg. Ding, ding. Dong, dong. So, auf der anderen Seite laufen sie F Shallow. Was ist F Shallow? F läuft ein Shallow Cross. Was läuft X? Läuft ein Dick. Das Ganze hier nennt man ein Middle Flood. Warum heißt das Middle Flood? Weil man die Mitte des Feldes flutet. Guck mal, man hat einen, der da dann irgendwann hier drüben endet. Man hat ein Tief, man hat ein Medium, man hat ein Kurz. Middle Flood. So, wie liest man Middle Flood als Quarterback? Recht simpel. Du liest diesen Mann hier. Den Free Safety. Wenn der, der ist zurückgedroppt und hat dann gesehen, der Ex-Receiver war Mike Adams. So, natürlich guckst du als Safety eher auf Mike Adams, weil Mike Adams ist der Big Play Receiver. Nee, nicht Mike Adams, Mike Evans. Der Big Play Receiver. Scotty Miller ist wahrscheinlich nur ein Decoy. Das heißt, der Free Safety hat kurz gezögert, als er hier diese Dig Route gesehen hat. Und genau das ist das, was Tom Brady gesehen hat. Hat sich ein bisschen Zeit in der Pocket gekauft und hat dann den Ball sozusagen hinter den Safety hier hintergeworfen, weil der seine Nase in den Zucker gepackt hat. Eigentlich hätte er auch hier drüben den... Oh, shit. Bei Single High, also mit einem Safety, hätte er den Ball auch hier drüben gucken können und hätte hier, wenn der Strong Safety in die Flat läuft, hier den Out werfen können. Aber geiler Read von durch viel Erfahrung von Tom Brady. Sami, fahr nochmal ab, die Scheiße. Dann müssen wir uns das nochmal angucken. Aber jetzt mit Zoom. Safety. Steuerung und Plus. Jetzt mit Zoom. Sami, bitte komm. Sami, bitte komm. Er hat ihn bestimmt schon geschlossen, den Tab. Er hat auch geschlafen. Er hat ihn bestimmt schon geschlossen, den Tab. Können wir weitermachen. Unmute dich. Warte. Seitdem er mit Icarus auf Sendung mal ist er durch. Er hat den Tab hundertprozentig schon geschlossen. Den werden wir nicht nochmal sehen. Oh, jetzt kommt er zu spät. Kannst du jetzt noch zoomen, Sami? Dann wir können nicht im Vollmodus gehen. Ja, genau. Wir können reinzoomen, aber nicht Vollmodus gehen. Okay. Okay, also hier sieht man, wie viel Zeit Tom Brady braucht. Und da sieht man links am Bildrand, sehen wir Harris den, mit der 41 den Safety. Und gleich in der Zeitlupe sehen wir nochmal tatsächlich, wie Harris kurz verzögert hat. Und tatsächlich, Tom Brady guckt die ganze Zeit auf Harris und wartet darauf, wenn er verzögert, dann kann ich den Ball hinter ihn werfen. Weil er überlegt auch noch kurz. Ah! So, und jetzt mal bitte in die Mitte des Feldes sehen. Da ist er gelb eingekreist. So, nur auf den Mann gucken. Und er kommt kurz nach vorne, weil er sich denkt, oh, ich muss gegen Mike Evans helfen. So, und dann ist natürlich zu spät. In der NFL sieht man es. So, jetzt hat der Corner gegen Scotty Miller keine Hilfe mehr inside. Da steht ja outside von Scotty Miller, weil er ein äußeres Drittel spielt. Und schon macht es Klingelingeling. Hier kommt der Weihnachtsmann. Jetzt wisst ihr, was Middle Flood ist. Ich bin raus. Ich mache jetzt mal so, ich drop den Stift. Hast du, ey, richtig nice wieder. Ich ja, hat wieder keiner Frage. Verstanden. Aber ist okay. Kann man eigentlich, dürfen wir eigentlich von Game Pass Coaches View benutzen? Boah, ich glaube, dann werden wir rede gebimst. Nein, deswegen meine ich, wir können nicht im Vollbild, wir müssen ja Credit zeigen, auf welchem Social Media Account es gepostet wurde und sowas. Deswegen du bist ein Copyright King. Ich überlege mal, wie kann das ich. Ey, hier schreibt eine F für den Coach. Das ist eine 6. Nein, das war. Warum, ey, mein Kollege? Wo sind die Admins, Alter? Ey, die Leute, die Ahnung haben, das, ich musste kurz aus dem Bild, weil Kassif ist. Ach so, da schreibt einer F für Respekt, aber ich weiß, in Respekt ist auch gar kein F. Ach so, oh, F for Respect. Okay. Ach so, oh nein, das ist aus auf Call of Duty auf Computer, wenn du F machst, dann. Kassim hat mit seinem Account einfach mal Sandmann, lieber Sandmann geschrieben und ich konnte nicht mehr. Was hat er gemacht? Er hat mit seinem eigenen Twitch-Account in unserem Chat geschrieben: Sandmann, lieber Sandmann. Was bist du für ein Arsch? Ich weiß, der ist kaputt. Das ist nur Spaß gemacht, aber ganz ehrlich. Guck mal, wir haben 15 Minuten. Wir müssen mal diese Quickie und keiner verkackt gerne Werner wegmachen, weil wir haben das Monday Night Game, einer der geilsten Spiele in diesem Jahr, worüber wir sprechen müssen. Und da habe ich ein paar Überraschungen für euch, die ihr noch nicht wisst. Da müssen wir nämlich noch was ganz Wichtiges analysieren nach diesem Spiel. Ja, so. Werner also, ist aufgeregt, aber wir sprechen. Darüber spricht ihr da gerade. Darüber spricht ja. Weil, ja. Bei den Ravens, was ist passiert? Nicht er nur war kacken. Warte, das passiert. Ab und zu ist es so.
Wir analysieren das alles gleich. Ich habe da Videomaterial gefunden, dann können wir ein bisschen spekulieren. Aber hier, Game-Winning Field Goal 55, ja, Justin Tucker, der Typ. 45, 42 gewinnt die Ravens. Money. Was für ein Spiel. Ich habe es mir gerade, wirklich, ich habe es mir in Zusammenfassung alles angeguckt gerade, weil Leute gesagt haben, Game of the Year. Das haben Experten, ja. Footballspieler geschrieben auf Twitter. Und ich sage so, was, Game of the Year? Ravens gegen die Cleveland Browns. Und deswegen, das dürfen wir nicht verpassen. Lamar Jackson ist im vierten Quarter, die Situation für die Leute, die es nicht wissen, sie haben mit 2 Touchdowns im vierten Quarter geführt. Lamar Jackson ist kurz raus. Dann haben die Cleveland Browns irgendwie das kleine Comeback gestartet und Trace McSorley, der Ersatzquarterback, kam rein für Lamar Jackson. Der hat sein Kreuzband, habt ihr das gesehen? Der hat in den paar Spielzügen hat er sich sein Kreuzband gerissen bei dem einen Sack. Echt? Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Das habe ich auch gesagt. Oh shit, er ist kurz rein, Kreuzband, IR. Dann kam Lamar Jackson aus, der ist in die Umkleidekabine, kam wieder raus. Die Browns haben mit 1 Punkt geführt. Er kommt rein, erster Pass, boom. Marquise Wallace Brown. Es war vierter und fünf. Direkt von der Toilette aufs Feld. Darf ich noch kurz... Okay, warte, du sagst schon Toilette. Okay, ich bin gespannt, was sie gleich sagt. Warte, pass auf. Marquise Hollywood Brown hatte doch vor ein paar Wochen in den Medien so ein bisschen sich ausgesprochen, dass er nicht den Ball kriegt, nicht genug Targets. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Mhm. Und gesagt, nö, aber egal. Okay, nach dem Touchdown von Lamar Jackson zu Hollywood Brown ist Lamar Jackson auf ihn zugerannt, wollte so zelebrieren. Der ist einfach an ihm vorbeigeraten und hat ihn verhängt. Nein! Ja, habe ich gesehen und ich war so, okay. Zeig! Keine Ahnung, zeigen! Nein, das was ich mal sehen will, dann ist das Fake News. Du musst das doch beweisen, Björn. Ich wollte doch nur gucken, ob ihr euch daran erinnern könnt. Aber wenn nicht, lassen wir es weg. Aber war das ein großes Ding? Haben die Leute... Hat das jemand mitbekommen? Das hab ich nur gesehen. Ah, das hat nur Björn Werner gesehen. Okay. So, Christian, was möchtest du sagen? Björn, hast du das Video gesehen, wo Lamar Jackson in den Lockerroom reingelaufen ist? Warte, das kommt gleich. Das hab ich. Okay, weil dann sagt ihr mir, weil ich kenne den Lauf. Ich bin schon mal so in den Lockerroom reingelaufen. Genauso. Lass doch erstmal kurz über das Spiel noch ein bisschen reden. Man nennt das den Turtle Run. Okay. Ey, das ist wie so, warte, Sami, schieß ab das Video von Lamar Jackson, wie er da wieder. So, das Video ab, gucken wir. So, er hat gesagt, Pause. Er hat gesagt, er hat eine Krämpfe und ist deswegen in die Umkleidekabine gerannt. Hier ist meine erste Sache, Kasim. Patrick, wenn du Krampf hast, liegst du auf dem Boden an der Seitenlinie und du rennst in die Umkleidekabine. So. Oh, Sami, mach doch mal größer, bitte. Ja, mach mal das einfach größer. Scheiß drauf. Riskierens. Oh, du musst aber hier, genau. Okay. Komm. Ja. Das ist aber richtig Spygate hier, ne? Guck mal, wie er läuft. Das ist, wenn die Backen so eng zusammen sind, wenn du kurz locker lässt. Ich sagte. Es macht, pass auf Leute, wenn du einen Kampf hast, bist du an der Seitenlinie und trinkst Gatorade, Wasser, Banane, alles. Du gehst nicht in die Umkleide. Warum rennst du? Du rennst doch nicht, wenn du einen Krampf hast, 30.000 Meter in die Umkleidekabine. Der ist einfach mal, guck mal, so läuft Kasim, ne? Kasim, so bist du, also, Achtung, lass mich rein. Ja, aber der hatte einen Krampf im Darm. Der musste sich spontan erlernen. Mann, ey, das ist so lustig. Das ist Schlimmeres. Und ich sag euch eine Sache. Für die kein Football gespielt haben, die Footballhose runterzuziehen, die komplett eng ist, dann wieder hochzuziehen, das dauert bestimmt für die Nacht. Ey, ganz ehrlich. So. Ey, darüber hat jeder gesprochen, der wurde darauf angesprochen danach. Ja? Er kam zurück, startet einfach das Comeback und die gewinnen das Spiel und er sagt dann irgendwie, I'm not doing the Paul Pierce, weil der Paul Pierce, der Basketballer, ist schon mal während einem Spiel auf Toilette kacken gegangen und er hat gesagt, das mache ich nicht. 100% ja, ist okay, er musste kacken, aber es ist, Bauchkrämpfe sind auch Krämpfe und er ist bei 4. und 5 kurz rein, rechts raus, ich laufe selber, bing, Hollywood. Aber dass Hollywood an ihm vorbeigelaufen ist, da muss man achten drauf. Da muss ich nochmal gucken.
Dürfen wir mal ganz kurz aber mal über diese Battle reden, jetzt über das Spiel. Das Spiel war krass. Das war ein heftiges Division-Rivalitätsspiel, ne? Rivalenspiel. Baker Mayfield hat auch für mich ein bisschen was bewiesen wieder, dass er nicht der ist, wo manche ihn schon längst ja, in die Box gepackt hatten. Ne? Weil Baker Mayfield ist der und der. Der hat ein gutes Spiel gemacht, der hat Herz gezeigt mit Leidenschaft, hat sein Team die ganze Zeit im Spiel gehabt. Er sagt natürlich auch nach dem Spiel, hat er gesagt, das ist wie aus einem Film gewesen mit Lamar Jackson. Der kommt da einfach rein, zack, aus der Umkleidekabine, Touchdown, zack, dann irgendwie Setup für das Game-Winning-Field-Goal und auf einmal war Game Over. Aber Baker Mayfield war nicht schlecht. Und was sollt ihr was sagen? Das Footing auf dem Feld war schlecht. Ne? Die sind ja viel gerutscht, aber es galt ja für beide. Lamar Jackson wurde 4-mal gesackt. Also auch Hut ab an die Defense der Browns. Jetzt sagt der eine oder andere wieder, ja, aber 231 Yards Passing, Rushing, das ist natürlich am Ende der Killer. Ne? Lamar Jackson läuft 9-mal für 124 Yards. 9 für 124. So, und der Killer war natürlich am Ende schon doch im Ende des dritten Quarters, glaube ich, diese Interception an der eigenen Endzone von Baker Mayfield, die hat wehgetan. Aber trotzdem Respekt. Er wurde nicht gesackt. Er hat, Pocket Awareness. War super. Wirklich. Wolltest du noch was sagen, Christine? Ich habe nur F für Respekt wieder gesagt. Also, ich hab ein kleines Video gesehen, was ich unbedingt, Baker Mayfield ist wahrscheinlich, muss ein Freund von ihm sein. Sami, der Stream ist so böse gerutscht wie in der Bar. mit Sound. Oder warte, wir können die Untertitel lesen. So, Mama, drück mal einfach ab. Oh, man. Hey, keep balling, bro. Hell yeah. You see you too, bro. I gotta give you my number too. Hell yeah. You changing up on me? I know. Hey, tell your mom. I said hello. Oh. Ich darf nicht so laut lachen, meine Kinder. Kasim, der muss deinem Kollegen gesagt, say hi to your mom. Hey, tell your mom, was said hello. Nein, Mann, in dem Moment, du willst halt, weißt du willst kurz Family sein, aber ab und zu, das hört sich halt ein bisschen komisch an. Also, zu deiner Mutter, wenn du gerade mit jemandem schlägst und abhaust, ich habe auch schon die normale Leute, hey, how's your family, how's your mom, weißt du, aber in ja, dem nee, Moment. Genau, das ist anders, das war aber anders, hey, how you doing? Nein, das ist so, jemand, der aus dem Ghetto kommt, hat direkt, hier, dein Kumpel, von dem du von der Florida State erzählt hast, Björn, der mal eine Knarre am Start hat, direkt gedacht, what you doing with my mom, motherfucker? Nein, das ist alles Ehre, das ist alles Ehre. Hey, das ist für die Leute, die nicht schon lange sind. Nein. Er ist ein Hunter. Da schreibt einer, er ist ein Hunter, ey. Dieser Leute Chat ist so böse. Für, weiß nicht, Woche, was auch immer, hat Kasim gesagt, ihr sollt alle eure Mütter taggen. Bei ihm. Ich habe meine Mama auch getaggt. Ja, seitdem bist du der MILF-Hunter. Okay, wir müssen jetzt ernst werden, weil Scott Hansen kommt gleich. Ich werde dann wieder gleich nervös. So, Nick, komm. Ja, also, du musst gar nicht hupen da, Herr Kasimir. Wo ist denn deine Boston College-Mütze heute? Na, weil Boston College und Syracuse haben auch Rivalry, für die das nicht wussten, aber will ich kein Beef starten, weißt du? Sehr ist schön, die Überschrift in der Bild. Kasimir, Captain Germany, startet Beef mit Scott Hansen. Scott Hansen ist ein großer Kerl, ne? Der ist, wisst ihr ja nicht, welche Position er gespielt hat? Nein, erzähl bei uns. Syracuse? Ich weiß es nicht. Wir wollen ihn gleich fragen, weil ich bin gespannt, weil der Typ ist ja auch richtig voll mit Energy, wenn der dabei ist. Ey, ne? Ganz ehrlich, aber komplett Vollmaschine. Also, ich habe Videos angeguckt, ich denke mir so, ich brauche. Und er trinkt gar keinen Kaffee oder so. Er dreht einfach durch. Ich hab gleich die erste Frage für ihn. Ihr wisst Bescheid, welche Frage ich stellen werde. Das muss ich gleich als Icebreaker. Ja, entweder ist ein Icebreaker oder er guckt dich an wie. Ich riskiere es. What you talking about, Willis? Ich werde es riskieren. Wollen wir. Ist er schon da? Nee. Nummer 60? Was war das denn? O-Line, das muss O-Line sein. Ist ein athletischer Tackle oder so. Long Snapper. Der war Long Snapper. Kannst du dir mal fragen, were you a long snapper? Machen wir. K-
Kasim, hast du die Fragen von Schrammi am Start? Komm, lass mal. Fragen am Schrammi und die Fragen für Scott Hansen von mir. Aber was, welche möchtest du zuerst hören? Ja, Scott Hansen ist noch nicht da, deswegen brauchen wir die Fragen von Scott Hansen nicht. Alles klar, alles klar. Samis, keiner verkackt gerne als Werner. Wir machen noch ein bisschen. Drück den Knopf. So, seid ihr bereit? Komm, wir müssen jetzt vorspulen. Alles klar. Frage Nummer 1. Wie viele AFC... Zwei. Achso, nee, sag. Wie viele AFC Conference-Siege haben die Patriots? 17. Nein, 18. 11. Wir sind aber scheiße. Egal. Okay. Nächste Frage. Frage Nummer 2. Oh. Gegen welches Team sind die Eagles ungeschlagen? Wahrscheinlich gegen ein Team, was sie sehr wenig spielen oder gespielt haben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Arizona Cardinals. Okay, nein. Björn, nein. Patrick. Ey, kommt der Schadu. Was hast du gesagt? Die Jets? Ja, die Jets. 11 und 0. Wow. Der Coach mal wieder. Alter. Frage Nummer 3. Schätzfrage. Wie viele Passing-Touchdowns gab es in der 19er Regular Season? Also 2019. Baumschule. 58 Spieler werfen einen Touchdown. Was? Ich lies nochmal. Ich kann dir nicht folgen. Lies nochmal. Scherzfrage. Wie viele Passing-TDs gab es in der 19er Regular Season? Kleiner Tipp. 58 Spieler warfen einen Touchdown. Ich lese die Fragen nur vor. 200. Okay. Nein, ich sag 326. 797. Okay, geht ich bin näher dran. Alles klar. Ja. Frage Nummer 4. Warte. Ich kann mich gar nicht konzentrieren hier, ey. Wie viel Yards Strafe gibt es im College für eine Defensive Pass Interference? 15. Boah, hat er schnell. Das ist korrekt. Frage Nummer 5. Von welchem Team wurde Nate Burleson gedraftet? Oh, Seahawks. Broncos. Ah, nee, stimmt. Vikings, 2003. Stimmt auch. Frage Nummer 6. Wann schlossen sich letztendlich NFL und AFL zusammen? 1969. Oh, es war nah dran. Mm-mm. Der Merger war 2 oder 63. 1970. Oh fuck, ich bin ja ganz fucked up. Habe ich denn gewonnen, weil ich näher dran bin? Nein, war keine Schätzfrage. Meine Genauigkeitsfrage. Okay, Frage Nummer 7. Welcher Defensive-Spieler hat Stand heute am meisten Interceptions? Xavier Howard. Das ist korrekt, mit 9 Interceptions. Ach so, ich dachte, dann musst du sagen, in der Saison, ich denke, oh, wer hat die meisten Career? Ich lese nur, was ich lese. Ey, Kasimir, das ist die... Don't shoot the messenger. Digga, das ist Kronhorst at its best, Alter. Die Frage ist echt, welcher Defense-Spieler hat Stand heute am meisten Interceptions? Das, so ist die Frage. Ja, das ja, könnte man wirklich egal. Anders... Ja. Egal. Okay. Frage Nummer 8. Frage Nummer 8. Ich brauche die beiden jetzt hier. Welcher Super Bowl hatte am meisten TV-Zuschauer? Warum sagst du Zuschauer? Ey, das ist voll schwer, Mann, diese Fragen zu lesen. Zuschauer. Super Bowl 53. Warte. Oh, scheiße, ey. Oh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war Super Bowl. Achso, welcher Super Bowl? 50, nee. Super Bowl 50. Ja, 50 ist wahrscheinlich echt richtig. Super Bowl 49 im Jahr 2015. Seahawks gegen Patriots mit 114,4 Millionen. Was hast du es gelesen? guck mal. Wer hat die meisten Zuschauer?
Okay. Rede mal weiter schnell jetzt, letzte Frage. Okay. Ihr habt eh gewonnen, oder nicht? Wenn wir schon bei der Superschüssel sind, Halbzeitshow Act im letzten Super Bowl. Was? J-Lo und Shakira. Da weiß er Bescheid. Aber letzte Frage. Frage Nummer 10. Wie heißen die? Bist du bereit? Zuschauer. Wie heißen die, was nun sagt? Wie heißen die Mitglieder der geilsten Football-Community? Romantiker. There you go. Oh, Scheiße. Zuschauer. Ey, ich schwöre, ich habe noch nicht einmal abgeliefert bei diesen Fragen. Du musst die einmal davor bitte selber einmal durchlesen, ja. Oh, wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid, ey. Okay, du weißt jetzt, ich werde gleich Scott Hans fragen. Scott, do you know what Zuschauer means? Nein, Leute, wie immer, ne? Wie immer, seid professionell, bitte. Entspann dich doch. Hans, nachdem man doch reingeschickt, er war Longsnapper und Right Receiver. Oh, dang. Mit der 60? Ja, nee, war man doch gar nicht, ey. Mit der 60? Wide Receiver mit der 60. Das geht doch gar nicht, hey, wir hatten das gerade da. Digga, wir fragen ihn gleich, entspann dich, atme mal durch die Hose. Sami, hol rein in den Fox. Ich bin so getriggert gerade. Sag bitte nicht einmal Zuschauer. Ey, ich hab mir geschwitzt. Ich muss. There he is! Yes! We got him! The man, the myth, the legend. Very warm welcome, Mr. Scott Hansen. We are so delighted to have you here on our little show here in Germany. How are you doing over there? Oh, I'm doing well. It is funny. I've been doing a lot of these, you know, calls to a lot of different places, especially because NFL Red Zone just had our 200th episode and people get excited. Oh, thank you very much. People get excited and nostalgic about that. But I just thought, I'm logging onto a computer in Los Angeles, California, and I'm going to be speaking to people, what I don't know how many miles, 6,000, 7,000, 8,000 miles away, all across Europe and Germany, like, I mean, everywhere. It's technology is a pretty amazing thing. It's good to be with you guys. It's amazing. We have 16,000 people in Germany watching live right now because you are here. You are a legend. People are so excited you're going to be on the show and just telling us a little bit. You know, Patrick on the top right here has a lot of good questions. Oh, really excited. I have the first question, the most important question for me, because you are my role model. You're my role model in that part. Is that really true? In a 7-hour show, you went to the bathroom once in your shows? Like all the shows you did? It is true. Some people think it's a legend, but it's the truth. So 7 hours, commercial-free on NFL Red Zone. I dehydrate myself on Sunday mornings. I eat the same salty, dense protein breakfast every single week before I do the show. I cut off all my liquids about 2 to 3 hours before the show begins. I use the restroom a few times before the show starts, and then it's focus and being locked in. Now, I'm not trying to sound like I'm a hero or anything, because I could take a bathroom break if I wanted to. I'm allowed to, but here's the point. All of us and everyone watching there loves football, right? And if I took a bathroom break, they would, you know, turn off my microphone and I would walk down the hallway, go to the men's room, be gone 2-3 minutes, whatever. But I would still have my earpiece in my ear and I could still hear the football going on. And I am convinced that if I left for 3 minutes one time, I would hear something like, Lamar Jackson with the most amazing 99-yard touchdown you've ever seen. And I would miss it. And I'm like, I'm not going to miss it. I don't want to miss one touchdown or one moment on the show. And so I never do. And everybody loves talking about it. Well, that's crazy, Scott, because I'm the oldest on this show. And the young man here next to me who just talked, Bjørn Werner Fremmer, first round pick.
I remember when Bjorn came into the league. You know, it's finally good to see. I don't think we've ever met face to face, but I remember. Dude, I remember. Can you imagine that he doesn't make it through one show? I mean, he's got to use the men's room at least two or three times. It's crazy. If Bjorn and I would go back in time, when we'd go back to like the scouting combine, his measurables would be better than mine in every category except bladder integrity. I would beat him in that one category, and I'll take it. Scott, but I'm blown away right now that you're saying you have this routine. It's that important to you that you say you dehydrate, because I know what you're sacrificing it for, but how are you feeling after the show? Like, isn't your body just like shaking? Yeah. Yeah. I am exhausted. And it's not even so much the bathroom thing. It's staying focused and locked in for 7 straight hours with stimulus just coming at you the entire 7 hours, and being able to sort through it all in your mind and hopefully speak and inform and entertain the audience and not make mistakes. I do make mistakes, but obviously I'm not trying to make any mistakes, to be as accurate as I can possibly be with facts, stats, statistics, statistical trends that we see, player identification, keeping track of all of the different games with the clock management and timeouts and all of this. I am wiped out at the end of the show. But it's worth it, man. They only get 17 of them all year long. And you can tell, if you watch my show, you know I'm a junkie. I love it. Yes, we can tell. And there's an interesting piece that I saw that I found on you on YouTube where they show a little behind the scene action, and it's you are in front of that green screen, and then on the opposite side you see about 8 screens and you up there in front of these screens literally like a junkie. Oh my God, what is he doing? Oh, let me see, who is that? Number 26, just pick that off. Okay, who's he? You making notes. And to me, I always expected, I mean, I had the most, I mean, unbelievable respect when I saw that, because, you know, to us, I mean, we do the broadcasting in Germany, and we always feel like this is more YouTube than actual TV, because we do all the research on our own. And I always figured, well, Scott Hansen, he has a team of 15 people that slip him every piece of information, but it's actually you looking at every screen, taking notes, looking at rosters. I mean, that's amazing. How many people are actually still helping you out? Because obviously you can't see everything. Oh yeah, no, I might come across as a know-it-all, but no, I know quite a bit about football now, and I do a lot of research. Like, I'm on this computer right now talking to you guys, but I've got 6 windows open up to different research websites that I'm using right now to get me ready for Sunday. And then I make my own notes. I still like using paper notes. I still make stacks of notes that will help me. But I have 2 particular right-hand men, 2 guys in the studio, Brian Larrivee and Tim Gilliannins, and they are both amazing at getting me, if I don't, especially now late in the season, we've had a lot of injuries and stuff. There are wide receivers catching passes that we've never heard of before. There are defensive backs picking off passes that have never played in an NFL game before. So being able to identify and getting it, they're on laptop computers and they can fire it off to me really quick if I don't immediately recognize the guy. But our producers are amazing. We've got a team of about, give or take, 30 people that put together NFL Red Zone. And we're like a team. We're like an NFL team. Everybody has to do their role. And if any one person messes up, that can break the broadcast at that point and get us off track. So, it's fun. I believe it. Scott, let me, because some of the audience probably don't know a whole lot about you. Everybody knows you, obviously, from NFL Red Zone. But tell us a little bit about yourself. You were born and raised in Michigan. You played high school football and then played college football. And I saw you were the teammate of one of the all-time greatest, Marvin Harrison.
That's right. Yeah. So I was born and raised in Michigan, like you said, grew up loving football. My dad taught me the game, and he and I would just sit and watch games as kids. I grew up about 15 minutes away from the old stadium that the Detroit Lions used to play in, the Pontiac Silverdome. And we used to go to all the games and watch, and, you know, I loved it. And when I realized I wasn't going to grow up to be, you know, 6'5", 280 like Bjorn there, or whatever his height weight were. Yeah, it's more 6'3", 320, but that's okay. So, well, okay, maybe 320 now. We'll see. when I knew I wasn't going to be an NFL football player, my parents encouraged me to find something that I love and try and make a career out of it. And so I said, those guys on TV sound like they're having a lot of fun talking about it. And they get to fly to go to the games and whatnot and all this. So I decided to make broadcasting my path to get to the NFL. And football, when I was done with high school, I was a good high school player, but not great, not like a Division I scholarship athlete. I still had the fire inside of me to play. And I decided to go to Syracuse University in New York, which has the premier sports broadcasting program in the country. So I was going there for academics, but I was like, you know what? I still love the game. I'm going to try and make it on the football team there. So I walked on the football team there and I made it and ended up being there for 4 years. And Marvin Harrison, the Hall of Fame wide receiver, was one of my teammates. I had a handful of guys that went on to the pros, but it's funny because Marvin was a freshman when I was a senior. And so I was still a scrub, right? I was a scout team player, right? I was like Rudy. You guys all know the movie. Yeah. Right? Yeah. I was like Rudy without the glorified sack at the end of my last game senior year, right? I was a punching bag in practice, right? But so Marvin was a freshman. He was on the scout team being a freshman. I was a senior and I was still on the scout team. And I played all positions, but sometimes I'd line up as a wide receiver and it would be Marvin Harrison on the scout team over here and Scott Hansen on the scout team over here. And I'm like, when Marvin went on to his greatness in the NFL, I would see him on the sideline of games sometimes. And I'd be like, hey, Marvin, I finally made it to the NFL after all these years. And I said, and no one's trying to take my knees out on Sunday. So I'm going to be here a lot longer than everyone else that we played with. And he always laughs at that. And we had a good time reminiscing about that. Scott, so, I have a question. Go ahead, Bjorn. Your voice, right? I mean, people in the chat right now, they're saying your voice is so calming, the perfect voice. Like, it's a match in heaven, right? With the Red Bull. Was your voice always like that? Or did it change over time? Or are you playing this voice? I don't know. Is your normal voice with your family different? Yeah, no, that's a good question. Can I say something though? And by the way, I'm not, you know, I think they probably gave you a time limit for me, but let's go a little bit longer. I love talking to you guys. Yes. You just mentioned the chat. I have never had my social media blow up. Yes. You guys asked your fans to ask me to come on the show. Yes. I'm that's not on social media all the time, but anytime I opened up my Twitter or my Instagram, it was the German flag, the kissy lips, and in the eye. And I'm like, what is going on? So congratulations. You guys won. The football bromance is real. Oh man, that's amazing. That you all. So you guys have an awesome, amazing audience. So I love spending time amazing. With you. They're now, amazing. To get into your question, the reality is this is my real voice. I'm an energetic guy. I'm an excitable guy. I love football. I love connecting with people who are football fans and passionate about it. And my dad, I ultimately got this voice from my dad. He had a big booming voice. He just died earlier this year, but he had a big booming voice and had a passion and, you know, could command a room and all of that. And it developed, you know, over time. And yeah, this is what you hear is what you get. I need to ask a question. Go ahead. Okay. Go ahead. Kasim Adebali, so nice to have you on the show. Thank you.
And all I wanted to ask, because I would say I'm the energizer bunny of the group, right? And okay. I can spot somebody with energy. And you know, when I used to play, I got to be on for 3 hours, and that's about it. But seeing you being on for 7 hours straight, you know, that is amazing. How do you do it? I need to know, what is your routine? How do you get mentally ready to be on and energetic just for 7 hours? Yeah, that's a great question. And thank you for the compliment, because I'm not faking it. You know, the passion is real. The energy and the enthusiasm is real. But I do have to focus on it as well. I would say a couple things. One, I don't drink coffee, believe it or not. Everyone thinks that I'm pounding cappuccino and, you know, espresso and all. I don't drink coffee. Energy drinks. I don't drink anything during the show. But if I have anything, it'll be like a diet soda to get a little caffeine in the morning, like a diet Pepsi or whatever. Mm-hmm. Like, but other than that, I don't need anything artificial. Like, where my passion comes from is this. Two things. I'll say, one, back to my walk-on days at Syracuse, everyone on the team was more talented than I was. Everyone on the team was more athletic than I was. So I determined in my mind to be the most enthusiastic guy on the team, to be the most passionate guy on the team. And I didn't need to be 6'5". I didn't need to be 300 pounds. I didn't need to bench press 450. I didn't need to run a 4.440. I could determine myself that no one was going to out-hustle me. No one was going to have more enthusiasm for the game than I did. And I think that's carried over into my professional life. The second thing I'll say is everything I do on NFL Red Zone is a big deal to someone out there. Right. Okay. Like, you know, obviously I like certain players and certain scenarios, and I love drama. You guys know I love drama on NFL Red Zone. But if a Chargers Raiders game is 28-3 in the fourth quarter and somebody scores a garbage touchdown, that's still a big deal to someone in my audience, right? Whether it's for fantasy or whatever other reasons, they're excited about it. So I want to be able to generate excitement and enthusiasm out of respect for my audience, for those people who are still living and dying by every play that happens in whichever game we're on at that time. And I focus on the audience. I want the audience to have the absolute best football viewing experience they can. And hopefully we achieve that on NFL Red Zone. Oh, you guys absolutely do that. And do you actually, or you guys over there at NFL Network realize, and we asked Cynthia the same question last week, that you have fans actually all around the globe, that this is a big deal, that you, Scott Hansen, the guy that sits in LA right now, I mean, there are people in Japan, China, Australia, Austria, Germany, Switzerland, Sweden, all over the globe. They all know who Scott Hansen is. They all know your voice. And just like I said it last week, it's kind of weird to me knowing your voice from Total Access, obviously, and from the network, to actually hear your voice talking to us is kind of awkward. Do you realize that this is a global thing, actually? Yeah, and I do realize that, because primarily through social media, because I'll hear from people that in Australia, they wake up on Monday morning at, I think they told me, 5 o'clock in the morning, they wake up to start watching NFL Red Zone in Australia and New Zealand. Now, that is dedication. Now, you folks in Germany, I know you're staying up until, what time does the touchdown montage roll at the end of the show? What time is it there? It's got to be the middle of the night, right? Yeah, the second slot, we show like the 1 p.m. game, like one of the 1 p.m. games, and then one of the 3:30 p.m. game. And that game ends at like 2 a.m. in the morning. Yeah. And then they go to work the next day. And yet I still hear from fans saying, hey, greetings from Munich. We love NFL Red Zone. And
and people, they're changing their you know, changing their life pattern to be able to watch football, which is just an awesome thing. An awesome thing. I've traveled to quite a few countries. I have never been to Germany. But let's make a pact right now. I'm going to get to Germany at some point in the next few years, hopefully, when society opens up again. Right. And can we have an NFL Red Zone meetup? And we'll get to a bar, a pub, or whatever, and we'll open it up and tell people on social media where we're going to meet, and let's get together and talk football. I love it. We make a huge football bromance party, and you are the special guest. Yes. You know what that means. If you would come over and you saw it, we call it what we did to you. We call that the social media takeover. We tell our fans, hey, we want Scott Hansen. Go ahead and crash his social media. If you come to Germany, we're going to have between 5,000 and 10,000 people joining us. Oh, so geez. it's going to be wild, but I'm looking forward to it. But I have one more question before as we long have as, to as long as go. You guys are picking up the tab for the better. Oh, yeah, don't worry about it. The first round pick is going to take care of it. Scott, I got you. Hey, yeah. if you need a guest room, I got you. I brought you down to Germany. Guest house. Oh, wow. But I got one more thing, obviously, that a lot of people that are actually watching probably would like to hear, because you mentioned before that you had more than 200 Sundays. Now, I think this is the 203rd coming up right now. 202 is 202. This Sunday will be episode 202. Now, this means you never missed a Sunday since 2009 when you aired the Red Zone the first time and Peyton Manning was still playing for the Colts and Brett Favre played his first game for the Minnesota Vikings. Now, when that thing started in 2009, were you involved in the concept of Red Zone? And how did it come about you being the guy for the Red Zone? Yeah, so they had an audition and they brought in different broadcasters that they wanted to look at for NFL Red Zone. I was working for NFL media already. I was a roaming reporter. They used to fly me to practice, fly me to games to do one individual game. But I was always the guy in the press box while we were watching the game that we were there to cover. I'd have my laptop open and I'd be elbowing the reporters next to me because we'd be watching whatever, the Patriots and the Jets game live on the field. But I'd elbow them and I'd be like, hey, Adrian Peterson has 100 yards at the halftime in the Vikings game. Hey, Tony Romo and Dez Bryant are going off in Dallas right now. I would always want to know what was going on in the other games, not just the one game that I was covering. So they brought me in for an audition. And here's how they did it. It's kind of funny. So it was in June, right? No football games going on in June. But they took a random week from the season before, and they took the video from 8 different games. They put them into 8 different machines, 8 different televisions, queued them all up to the kickoff, pressed play simultaneously on those 8 games, and said, talk, go. No. And I'm like, I was wearing a suit. Wow. I was flop sweating through the suit. I was like, trying to, you know, keep track of everything and whatnot. The audition, a typical TV audition is 10 minutes long. They just want to see how you look, how you sound, how you handle yourself on camera. And you can figure that out in 10 minutes. But because NFL Red Zone, stamina is part of the name of the game, the audition for this went 5 hours long. Holy crap. And it was, I was like, at the end of it, I didn't know if I was good or bad or whatever. I was like, either I got the job or I just ruined my career. One of the two. There was no middle ground there. And did you know? Did you know it was 5 hours? Did you know that before? They told me it was going to go on for a while. They said they wanted to see how I would handle the transition. So we did those first 8 games
And then those games ended. And then we started a new series of games. And I think we went to like halftime of the second series of games. So I knew it was going to be several hours long, but I was just going to keep going until they said stop. And a few weeks later, a couple of weeks later, the executive producer at NFL Network called me up and said, hey, we want to offer you the hosting role of NFL Red Zone. I was like, oh, that's awesome. Thank you so much. And I said, so you watched the 5-hour audition? And he said, he goes, Scott, I watched the first 5 minutes of it, and I knew you were the guy. And I was like, oh, wow, that's great. Thanks. But in my mind, I'm thinking, why in the hell did you have me do 5 hours, ruin a suit, damage my self-esteem as a broadcaster, and like, you know, leave me out hanging? But all's well that ends well. And yeah, I have not missed a week since. Yeah. But how were you never like, I don't know, sick? I don't know, was like, how this is a long time. How do I've had a cold before, or maybe, you know, I've been a little bit ill, but like, it's game day, man. You know this. You don't, you know, there's a difference between hurt and injured, right? I've never been incapacitated to the point where I couldn't host the show. And of course, nowadays we're talking during a pandemic. I take a COVID test every week before the show, and I got to pass the COVID test. And yeah, I came close one time. I had a flight on Saturday. I live in Los Angeles now, but I used to fly in from Florida all the way to California to do the show. And I had mechanical problems on our flights. And there was two different planes had mechanical problems. And I called my producer and I was like, there's one more flight. I got to Dallas. And I was like, there's one more flight out of Dallas. And if I don't make this flight, I don't know when I'm going to get there to Los Angeles. But thankfully I made that flight. But yeah, that was as close as I've ever come to missing a show. I need to know this. I really need to know this. So first of all, I can only imagine how your whole crew is just feeding off you, because we all know energy is contagious. So I can only imagine it's a great work environment. But somebody like you, how do you turn off, or do you turn off? Do you ever just relax and just, you know, nothing? Yeah, exactly. That's a great observation, because yeah, I can't, like, you know, as soon as I get off of this call with you guys, I'll be quiet in my place by myself. But I'll show you how much of a junkie I am. I don't know if you'll see this or not. This is my home in Los Angeles. I have a wall of five televisions over there. And so I've got five different programs on right now. And I'm just used to that. I can have all that stimulation going and just take it all in. But Sunday night after NFL Red Zone ends, I get in my car, drive home, order some food, because I don't eat during Red Zone, so I'm really, really hungry. Oh, wow. What's your go-to food? Well, I have a rotation, because I allow Sunday night after the show, I can have anything I want. There's no diet. There's no nothing. So I'll rotate. I'll do a big, huge, greasy cheeseburger with fries or Chinese food sometimes. Pizza occasionally, spaghetti and meatballs, like big hearty meal. I'll make myself a beverage that I can sit back and put on Sunday Night Football on one of the five TVs. And I sit there and then I open up social media. I see how many German fans hit me up on social media. And then but I don't talk to anybody for the rest of Sunday night. I'm tired of talking at that point. And I tap out. Yeah. Well, Scott, I love it. Are you married? Do you have kids? No. I mean, with a TV setup like this, do you think I could have a wife? I was thinking like this, my wife. Yeah. I would love to be married. I'm a family man. I would love to have kids, but it just hasn't happened for me yet. So I'm hopeful. So if any single German ladies out there? Oh, no, don't say that, Scott. We're going to be all over you. Invite them to the meetup we're going to have, right? Oh, yes, we will. Oh, yes, we will. Hey, Scott, before we let you go, and you went well over time, and we appreciate it. You know, you always start your show off with the famous sentence, 7 hours of commercial-free football, start now. Now, Björn wanted to have a competition
who of the three of us can imitate you the best? And then you gotta judge us, and then we're gonna let you go. So the youngest guy, no, he's not the youngest guy. Can we say you say it first, and then we're gonna imitate it better? No. I can do that. Well, okay. We need to hear the original. Okay. let's see. I would probably say something like, hi, everyone. Welcome to NFL Red Zone presented by Amazon. We are simulcast today on the Football Bromance podcast going all throughout Germany and worldwide to passionate football fans. We go to the Octobox to show you 8 games kicking off across the National Football League as 7 hours of commercial-free football start now. I got We are not going to do anything right now because this is the perfect ending. That was perfect. We're going to leave it at that. Mic drop? That's a mic drop? Mic drop. Right, you don't understand how amazing this is. I tell you what, open up your social media after the show. You're going to have a lot to read. amazing. Yes, absolutely. Scott. Well, I love it. I love doing this, not only because you guys obviously have a great show. And I mean that. You guys are passionate. You're engaging about it. And it just always reminds me how this great sport that we all love brings people together from different backgrounds, different ages, different nationalities, different languages spoken. And yet when you have this great competition that we love in the NFL, people can come together and have a great time like this and even forget about all the craziness in 2020 for a little while. Right, so guys, thank you. Absolutely. Scott, thank you for being on our show. We appreciate you. We're going to keep following you, and we're going to, the German fans and us, we're going to remind you about coming over, and we're going to stay in touch. That was Scott Hansen, liebe Leute. Thanks again, Scott. Und damit zurück zu unseren Bromantikern. Alter Schwede, ich hatte Gänsehaut, als er das mit Roman gesagt hat. Ich habe gedacht, stopp, nimm es auf, Tami, schneid aus. Bitte, geht sofort, nimmt eure Handys raus und schickt ihnen eine Nachricht. Wie krass war das einfach gerade? Ich hätte niemals gedacht, dass das so geil wird. Die Energie, die er hat, ich bin jetzt voll motiviert. Scheiße. Morgen muss ich voll Gas geben wie auf Scott Hansen. Ey, warte mal, pass mal auf. Für alle, die jetzt, ey, guckt am Samstag College und NFL Football. Ey, ich werde so Gas geben. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Aber nein. Wie geil. Eine halbe Stunde hat er sich Zeit genommen. Ne? War eigentlich, wir haben 15 Minuten bekommen. Genau, eigentlich sagen die Viertelstunde Schluss. Aber dank euch, Leute, dank euch da draußen, feiern die Leute das ab. Geht auf Scott Hansens Account, lasst ein bisschen Liebe da. Ich bin heiß, ey. Das war... Er hat einfach mal, was hat er... Ich bin so stolz auf euch da draußen und so. Und auf einfach mal übelst die Shoutouts gegeben. Er hat gerade den Red Zone kombiniert mit Football Bromance Show. Das packe ich in mein Instagram. Boom. Ey, so. Nein, Tami, das schneiden wir sofort raus. Das ist sofort. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Tami, schneide raus. Dann adressiert er einfach mal euch da draußen und sagt einfach eiskalt, merkt ihr das, was ist ein positiver Mensch, aber was ihr auch einem positiven Mensch eine Freude machen könnt, wenn ihr sein Social Media übernimmt und ihm so eine Worte da lässt. Da reden wir drüber, auch wenn Leute ein schlechtes Spiel haben, aber auch ein gutes Spiel haben. Das sind alles nur Menschen. Auch er, da gucken Millionen Menschen jede Woche zu. Und wenn ihr aus Deutschland, Österreich und Schweiz, wir dürfen nicht unsere Schweizer und Österreicher, euch da draußen, Luxemburger, wo auch immer ihr seid, wenn ihr auf die Social Media Kanäle geht, die fühlen sich wichtig und die schätzen das aber auch und sagen, Alter, meine Arbeit, wie er es gerade gesagt hat, ne, ey, Leute in Deutschland, Österreich, Schweiz sind glücklich, wenn ich meine Arbeit so mache und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich meine, warte, Kasimir, ganz kurz. Okay, ich bin aufgeregt. Die Leute fragen, wer ist der nächste Takeover? Wir haben ja das nächste Mal nach Silvester und Weihnachten und Björn muss, beruhig dich, gleich wird Björn darüber sprechen, wie der Plan über die nächsten Wochen ist, aber die nächste Show wird ja, ziehst du jetzt deine Hose blank, wird Nate Burleson da sein
Und danach brauchen wir ja wieder einen. Ian Rappaport. Ich will Ian Rappaport. Was sagt ihr? Habt ihr Bock, Ian Rappaport? Ian Rappaport, Adam Schefter. Aber ja, wir müssen einen uns nehmen und ihn uns auf den gehen wir zu hier. Ian Rappaport. Ian Rappaport. Leute, warte, ich gucke in die Kamera. Leute, guckt Ian Rappaport hin, zerstören, in die Show bringen. Und jetzt, Björn, bitte. Ich muss Nein, Leute, das war die letzte Late-Night-Football-Show in diesem Jahr. Wir sind wieder zurück am 6.1. Wir werden in diesen 2 Wochen Pause machen, Podcast-Pause. Das werden wir im Podcast auch nochmal erzählen. Wir wollen uns ein bisschen zurückziehen, weil wir haben so viel Gas gegeben. Und wir wollen die Weihnachtstage und Neujahr mit unseren Familien verbringen. Wir haben einen Stream in dieser Zeit. Das wird das zweite Spiel. Sami, blende nochmal bitte erstmal ein, was morgen Abend in der Nacht abgeht. NFL Co-Streaming, Chargers, Raiders. Das haben wir noch nicht gezeigt. Da haben wir eine geile Crew für euch am Start. Der Patrick wird nicht da sein. Ich werde nicht da sein. Wir werden Kasim, Chris Esala und Dominik Eberle, Practice Squad Kicker von den Raiders. Er bleibt nämlich zu Hause, weil die dürfen nicht ins Stadion. Die werden euch mitten in der Nacht das Spiel zeigen dürfen. Twitch und Kollege NFL haben das klar gemacht. Ihr könnt, so wie ihr uns jetzt gerade seht, das Spiel live sehen und dann seht ihr die 3 Männer an der Seite und die werden euch durch die Nacht und durch dieses Spiel führen. Sami, bist du noch da? Ah nee, warte mal. Ah nee, sorry. Oh, das tut mir leid. Das war ja mein Take. Warte, Sami. Oder guck mal, er hat es direkt aufgemacht. Nee, mach auf, das ist geil. Das ist geil. Ich hab die Grafik hier. Oder warte, Sami, warte, komm. Ich habe es jetzt offen. Ich habe ja die Grafik hier, ich habe das vergessen, Ihnen das zu schicken. So, guck mal, morgen Co-Stream, ey, Twitch ist aufgeregt, wir sind aufgeregt. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei, zeigt Support. Wir zeigen das ganze Spiel von Anfang bis Ende. Weil das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben ein Spiel kommentiere, aber es wird eine richtig gute Show. Aber ich muss gleich noch was sagen, sag Bescheid, wenn ich reden kann. Ja, kannst du gleich. Chris Esala aus München, Dominik Eberle aus Vegas. Es wird aber nicht das, wie es bei Run NFL ist. Es ist locker, Pyjama-Party, immer noch dieser gleiche Theme. Ihr werdet aber trotzdem ein bisschen mehr machen, als was wir sonst machen. So, Kasim, hau raus. Erzähl mal. Und zwar, was ich noch sagen wollte, zu dem, was du gesagt hast. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, mit der Bromantica-Familie, ne? In Deutschland fällt das schon jedem auf. So, ey, die Bromantiker drehen durch. Aber jetzt echt kriegen wir die Aufmerksamkeit von den einflussreichsten amerikanischen NFL-Network-Leuten. Und die denken schon, ey, ich habe noch nie sowas gesehen wie aus Deutschland. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ein paar Jungs von mir, die ganzen Social Media Takeovers, Shaq Barrett, Avery Williamson, sagen, ey, die deutschen Fans, ich habe noch nie sowas gesehen. Also mich freut das richtig. Es ist so geil und es macht halt immer mehr Spaß. Jede Woche ist auf einmal wieder mehr los, mehr Party, mehr Spaß und es gibt nichts Besseres. Noch kurz. Also ich freue mich richtig jeden Mittwoch so, oh, Late Night Football, let's go! Weißt du? Das macht auch noch was. Es macht nicht vergessen, der Stream ist natürlich Freitagmorgen um 2 Uhr, also morgen Nacht. Weil Leute gerade sagen, war es ist heute Nacht, weil es Donnerstag 2 Uhr ist. Nein, Donnerstag zu Freitag. Also morgen Nacht zu Freitag. So, bin fertig. Ich bin weg, ey. Alter Schwede. Liebe Leute, wenn ihr euch fragt, warum war denn der Coach jetzt gerade ein bisschen ruhiger? Ich wollte nach dem Interview mit Scott Hansen, hatte ich ein bisschen harte Nippel. Ich will jetzt ganz schnell das Ding zu Ende bringen, weil das war so schön. Das war so schön. Deshalb sage ich, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö mit Öl.